Leute, willkommen zurück zu Ratchet & Clank Tools of Destruction. Im heutigen Part wollen wir nach Jacinto. Dort gibt es zwei Gold Bowls und wir müssen nach Kertschul City, um genau zu sein. Denn dort soll sich das Gerät, was wir suchen, befinden. Ein Gerät, was die Dimensionen durcheinander bringt. So. Und das ging schnell. Was? Ein schwarzes Loch? Oh nein, nicht schon wieder, komm. Das ist langweilig. Oh, wie können wir ein bisschen Raritanium verdienen, ne? Autsch. Ja, ich weiß. Können wir Raritanium verdienen? Momentan verdienen wir aber gar nichts. Jetzt haben wir irgendwas gekriegt, oder? Wow, Clank! Sieh nur dieses schwarze Loch. Ich glaube, das ist unser Fluchtweg. Oh je. Warum haben wir immer nur die Wahl zwischen dem sicheren... Wo ist denn... Achso, da ist das Ding. Guck, das habe ich die ganze Zeit gesucht. So. Weg mit euch. Den ganzen Bolz ergeben. Dankeschön. Ein Bonusziel ist erledigt. Vielleicht schaffen wir wieder alle Bonusziele zu erledigen. Das wäre cool. Nein, ich versuche nicht ins schwarze Loch abzuhauen. Das habt ihr falsch verstanden. Das ist... Wo ist das denn? Oh Mann, ey. Das ist ein richtig gutes schwarzes Loch eigentlich. Das ist mein Respekt für, dass es so gut designt ist. Weil ich ja, wenn ich an Mario Galaxy erinnere, die schwarzen Löcher hasse wie die Pest, ey. Was? Hey! Wir wollen doch abhauen! Raritanium! Gott, jetzt habe ich den... Ziel, Ziel, Ziel! Danke! Autsch! So, jetzt gibt es aber Energie. Danke. Raritanium mitnehmen. Danke. Also, ich muss aufs Raritanium zielen. Das ist sehr wichtig. Alter, wie viel Raritanium das gibt, das ist unglaublich. Vor allem ziehe ich die ganze Zeit auf das Ding. Ich wollte gerade sagen, warum aktiviere ich das denn nicht? So. Irgendwie ziemlich viel Raritanium schon gesammelt. Das ist praktisch. Oh, wie süß. Muss auch treffen, Leute. Autsch. Nee, die haben es kaputt gemacht, bevor es... Oh. Ja, wir müssen einen Außenposten zerstören. Das ist unsere Mission. Wir haben nur ein Schicksal und das ist der Außenposten. Ach Gott. Ah, Ziel, 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 Ziel. Ach, danke. Das war knapp. Oh. Geh kaputt. Geh kaputt, geh kaputt. Oh, danke. Und Energie. Und Raritanium. Danke. Mehr Raritanium. Das ist meins, das ist meins, das ist meins. Ich hab's nicht bekommen. Schweinerei. Wir kriegen Bolts. Sammel es ein, ich schieß doch drauf. Weil ich hasse es, so zu zielen. Mein Gott, diese Zielart ist ekelhaft. Aber okay, es ist halt das Spiel und... Jetzt, die haben eine Kombo ausgeschaltet. Noch was? Ziel, 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 Ziel! Yay! Und nun kommt der Bosskampf noch, oder? So, geht mal kaputt. Also die geben auch... Ich muss zugeben, die geben echt viel Bolts, ja? Also, die machen echt Gewinn mit. Und jetzt müssen wir ihn bekämpfen.
Autsch. So unnötig, da reinzufliegen. So, und da ist unser schwarzes Loch wieder. Bam, bam, bam. Alles kaputt machen. Wenigstens haben wir schon alle Bonusziele erreicht. Deswegen muss ich mich darauf jetzt nicht mehr konzentrieren. Aber ich hätte nichts gegen ein bisschen Raritanium wieder. Nein, böse Lasers. Mein Gott, wie viele Schiffe habt ihr denn? Oh, ist kaputt. Können wir jetzt bitte ins schwarze Loch rein? Da wäre ich sehr dankbar für. Gib Gas! Hui! Oh. Es geht weiter. Diesmal haben wir 3 Punkte, das heißt, jetzt müsste der Boss kommen. Was ist es? Ein schwarzes Lochmonster? Fragezeichen. Ohne Witz. Mein Gott, das ist lame. Diese Bosse werden immer lamer und man kann das Schiff auch nicht aufrüsten. Das ist eins vergessen, ich kenne den Trick, diesen Gegner zu triggern. Und er zieht sich einfach wieder so mega lange. Warte, der hat mich getroffen. Okay, das hat mich getroffen. Das ist Sicherheit. Aber das andere. Auf zu treffen. Au. Ja. Spam noch mehr, du Arsch. Alter. So. Ja, mit der Attacke kann ich ruhig leben. So, alles da unten rein. Und das ist sein Ziel. Das tut am meisten weh. Ja, fall auch wieder ein, die Kugel. Nein, au. Das tut weh. Ich glaube, zweimal noch und wir sind tot. Aber wenn er die Raketen macht, haben wir, glaube ich, gewonnen. Ja doch, ich habe ein gutes Gefühl jetzt bei der Sache. So. Oje, 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 oje. Haben wir es geschafft? Weißt du, Hauptsache, wir müssen in die Mitte der Kamera fliegen und noch voll die Strahlen rein. Danke, Spiel, danke. Wir sind jetzt nicht gestorben, aber danke, Spiel, für deine Logik. Daran gefällst du mir. So, wir kommen auch dem Ende immer näher. Was vielleicht ein gutes Zeichen ist. Denn, soweit ich weiß, ist Jacinto schon einer der letzteren Planeten. Ein schöner Planet, auch einer der letzteren. So. Stimmt, wir waren Schneemann. Und dort müssen wir hin. Beziehungsweise ist eine schöne Cutscene. Guckt euch dieses Labor an. Es ist kaputt. Es wird angegriffen. Warum? Wegen den Piraten. Piraten greifen Kashu City an. Ratchet, wir müssen den Dimensionator vor Captain. Ich werde nichts sagen, aber ich glaube, ich wechsle doch wieder auf Ratchet. Alter, ich dachte, der Schneemann wäre cool, aber irgendwie. Nee. Momentan gefällt es mir echt mehr, mit Ratchet zu spielen. So, gab es hier einen Händler, genau da hinten. Können wir mal gerne benutzen direkt. Nachdem wir alle Kisten zerstört haben, aber eher, weil hier gibt es ziemlich viele Kisten. Falls die Waffe irgendwie 280.000 kostet, haben wir die noch nicht. Können wir die ja noch zusammenhauen. So. Seht ihr das? Die Kisten reichen doch vollkommen aus dafür, oder? Oder? Was ist das hier? Nein! Das ist ein Fahrstuhl. Ich dachte, das wäre einfach ein. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh Mann, unterirdische Gelatiniumfabrik. Egal, dann gehen wir halt hier lang. Wenn es so sein muss. Das Schicksal hat entschieden.
war da, ja, Feuer mögen, also auch nur mit Feuer angreifen. Genauso, aua, wieso uns angreifen? Ach, sind Arbeiter, tut mir leid. Da ist es mal wieder mit mir durchgegangen. Die ganzen Roboter die Roboterviecher zu zerstören. So. Ich frage mich, ob das wehtut. Also das Wasser hier drin. Hallo? Aber da ihr da rausspringt, denke ich mal nicht, ne? Da oben ist noch was, da möchte ich kurz hin. Die Kamera dreht sich ungewollt. Ja, die Gebiete werden auch immer größer, muss ich echt zugeben. Wenn es so weitergeht, dann sehe ich echt schwarz. Ja, da ist Zoom-Lag drin, das hast du so toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch, komisches Monster. So. Ey, bei so einem großen Inventar habe ich manchmal keine Ahnung mehr, wo die Sachen sind. Ui! Yes! Ah, da oben. So. Hallo? Nein, geh doch nicht kaputt. Du ungewollter Schleimblock. Nee, warte, du gewollter Schleimblock. Danke. So. Transmorpher-Bombe? Noch ein neues Spielzeug? Bin ich aber verwirrt. Wo müssen wir denn jetzt hier hin? So ein Ziel, was wir angreifen können? Ach. Maso denkt wieder nicht nach. Wenn er, weißt du, dieses Gelinator-Ding, ey. Das ist doch dafür da, dass wir das machen können. Transmorpher-Bombe. Was macht der? Hä? Pinguine! Was zum... Keine Ahnung! Warum laufen die Pinguine rum? Warum ist er jetzt? Bin ich jetzt zum Gegner geworden? ETF? Oh, warte mal. Zack. Eins zurück gibt es nicht. Warst du gewollt? Ich weiß es nicht. Ah, vielleicht hätten wir auch Gelee drauf machen sollen, von wegen, das Tor soll halten. Das kann auch sein. Na, geht's wieder zu. Ups. Flip. Oh, warum hat es denn hier keinen Sprungfeder-Effekt? Ich weiß es nicht. So. Wieder Kisten, die wir explodieren lassen können. Wir kriegen mehr als 280.000 Bolts, also... So, und dann hoffe ich, dass wir die da... Können wir die da reinmachen? Ja, können wir. Sehr schön. So. Und dann holen wir wieder unseren lieben Freund, den Pyrozitor oder den Pyrosprenger raus. Wobei wir keinen Schuss mehr haben. Aber für die kleinen Gegner ist das echt praktisch, ja? Macht das Ding kaputt? Schleim ist kaputt. Okay, das war cool. Da musste man sich einfach nur beeilen. So, wie groß ist dieses Gebiet denn hier unten? Aber nicht das, was ich da unten gesehen habe, ist das Gebiet. Oh je. Scheint doch das Gebiet zu sein. So, zack, mal ruhig. Oh, das ist echt großes Gebiet. Was kommt da raus? Ist doch hier nicht umsonst. Scheint so umsonst zu sein. Okay. Gehen wir mal kurz darauf, damit wir hier rüber können. Und dort haben wir eine Gelmaschine, okay. Auf die wir... Oh! Hallöchen! Eine Gelmaschine, auf die ich nicht raufklettern muss, glaube ich. Denn das Geheimnis hatte ich auch so gelöst. Toll. So, mach mal hier kurz die Kisten weg. Danke. Und nimm den Schrott genommen. Nimm den Plunder mit. Ist aber kein großartiges Versteck gewesen. Da kenne ich bessere Verstecke. So.
Haben wir eigentlich wieder so welche Munition? Ja. Au. Nein, uns ist die Munition ausgegangen. Wir können nicht angreifen. Huch. Was ihr gehört habt, war vielleicht eine Flasche. Aber du vielleicht. Nein, es war eine Flasche, die ist gerade hier geplatzt von wegen. Kennt ihr das, wenn ihr die Flaschen habt? So, ich habe ja immer Plastikflaschen. Ich weiß nicht warum. Ich mag Glasflaschenwasser nicht. Ich weiß nicht wieso. Mir schmeckt das einfach nicht. Und von der Tatsache auszugehen, ja, Glas kann man nicht zurückgeben und Pfand kann man wiederverwenden. Doch Glas kann man auch verwenden, ne? Aber generell, ich nutze Plastik, weil Plastik. Bei mir fliegen manchmal Flaschen rum und Glas wird natürlich kaputt gehen. Und das wollen wir natürlich nicht, das wollen wir natürlich hier nicht haben. Kaputtgehendes Glas ist gefährlich, das wisst ihr ja. Ich bin schon ziemlich oft geschnitten an so ein scheiß Glas. Beziehungsweise mir sind oft Gläser schon runtergefallen und ich bin reingetreten. Aber ich glaube, das kommt auch selber raus. Also kann ich die abfackeln? Nö, das interessiert die nicht. Okay. Das heißt, ich muss sie erstmal ablenken. Mit Schleim. Wir hier ganz in Ruhe hoch können. Nein, du bist zu langsam gewesen, liebe Schleimding. Oh, ihr Schleimdinger eher gesagt. So. Hier durch. Hier bin ich sicher, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich schon ziemlich oft in so scheiß Glasflaschen reingetreten. Das war keine kluge Idee. Da drauf und dann kommen wir da hoch. Dankeschön. So langsam gefällt mir das Gebiet. Ah ja, genau. Zu nah dran gehen macht er Feuer. Feuer mit Feuer. Och komm. Es gibt echt Stilpunkte. Da frage ich mich, wo ist der Sinn dahinter? Hallo. Oh, Kisten. Ganz viele Kisten übersehen. Also zum viel kaputt machen ist der Pyro-Sprenger auch cool. Der macht auf jeden Fall gut an Tieren und an Kisten Damage, ja? Ja, die Kisten haben auch einen gewissen KP-Prozent-Anteil. Zwar beträgt er nur 1, aber okay. Ob es für so ein Ding qualvoller ist, durch eine stärkere Waffe zu sterben? Frage ich mich gerade. Jetzt mal überlegen. Sagen wir einfach mal, der Pyrozitor, der macht jetzt 2 Schaden und der Alpha-Spalter 5. Und das Tier stirbt an bei 2 Schaden schon, also hat nur 2 Schadenquotient. Er stirbt knapp oder er stirbt erbarmungslos? Hm, ob das irgendeinen Unterschied macht? Ich meine, es stirbt ja immer. Und von daher, da kann man auch mal die Frage, ne? Ich komme da nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Danke. Da kann man auch mal die Frage. Wenn ihr so einen Polizisten seht, ne? Der hat ja bestimmt in seiner Laufbahn irgendwann mal das Problem, dass er eventuell einen erschießen muss. Wie kommen die wohl damit zurecht? Wenn es mal so weit kommt, also. Irgendwann kommt ja mal der Zeitpunkt, wo sie sagen, oh, scheiße. Es geht nicht anders. Ob die dann psychisch so belastet sind? Gute Frage. Ach, vielleicht hätte ich die Kisten erst zerstören sollen und dann das Tor. Genau, frisst einfach da auf, wo ich... So. Frisst einfach da auf, wo ich das zweite Mal hingeschossen habe. Oh, was haben wir denn hier? Ein neues Gerät? Fragezeichen. Danke für die Info. Ich glaube, das war der Kartomat, ne? Das ist der Kart... War das der Kartomat? Ach, guck mal. Das ist sogar in 2 Teile eingeteilt. Okay. Es wird aber nichts angezeigt, was so Kartomat-mäßig ist. Kartomat-Gebiete wurden noch grün angezeichnet, oder? Oder? Fragezeichen? Oder war ich schon so fleißig und habe alles einfach eingesammelt? Aber glaube ich irgendwie nicht. Nö, guck, da. In der Gelatinium. Oh. Da haben wir ziemlich viel übersehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier alles haben. Das ist... Seltsam. So. Dann gehen wir weiter. Haben es auch fast geschafft mit dem Gebiet. So, und dann können wir gleich auch gucken, was wir an neue Waffen haben. Kurzes Skill zurückbringen. So. Und dann geht's weiter zum Ziel. Also, beziehungsweise hier zurück zum Schiff. Ja. Ja.
Sehr schön. Und alles nur, weil ich diese Kisten kaputt machen wollte und gesehen habe, dass da irgendwas ist und ich wollte drauf gehen und ich meine, man geht ja immer auf Sachen drauf, ne? So. Haben wir irgendwas Neues? Die Messer klauen. Okay. Und die scheinen viel Schaden zu machen. Gucken wir mal kurz hier ein bisschen um. Können ja mal kurz, nur sicherheitshalber, hier das Ding voll machen. Geht mir nämlich langsam auf den Sack, dass es hier immer noch steht. So. Damit ist die jetzt abgeschlossen. So. Den Sturmwerfer könnten wir noch... Oh. Mehr Geld. Den Radius erhöhen. Was haben wir hier? Kreiselturbine. Eine fortschrittliche Kreiselturbine bündelt und verstärkt die Kraft der des tosenden Taifuns und verleiht ihm so eine längere Wirkungsdauer als je zuvor. Nächste Waffe ist voll. So, die Kreisklingen. Mehr Bolts. Mehr Querschläger. Käsium-Klingenkanten. Mit dieser Aufrüstung macht es mehr Schaden. Wie sie, kurz nachdem sich die Klinge in eine Wand oder einen Feind gebohrt hat, explodiert sie. So, mehr Schaden. Und die nächste Waffe ist voll. Nanoschwärmer. Auch schon fast voll, ne? So. Da kriegen wir jetzt auch mehr Geld für. Ist das nicht toll? Und im nächsten Part werden wir hier oben das Gebiet mal erkunden. Denn da haben wir auch noch was zu erkunden. Wie wir sehen, gibt es hier ein Labor. Und dieses Labor wird angegriffen. Und bevor es zerstört wird, müssen wir natürlich bis morgen warten. Denn da geht es erst der nächste Part weiter, oder? Kannst du dann... Ja doch. Oder? Wenn heute Freitag ist, dann erst Montag. Tut mir leid. Ich weiß gerade nicht, welchen Tag wir haben. Da es ja eine Vorausaufnahme ist. Leute, auf jeden Fall geht es irgendwann hier weiter. Morgen, Montag, whatever. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.